Wir müssen den zweiten runter machen. Hier, mehr habe ich heute nicht. Hör auf. Der schwindelt doch schon wieder. Ich habe ja eine böse Ahnung. Ich glaube, der will bei mir mal in die Hängematte kriechen. Ja, kann sein. oder ich lege mich rein und er passt nicht mehr rein. Ja. Nur ein Baumschlag. Ja, nee. Und Werbung, Bier ist dabei. Scheiße, passt gar nicht alles rein. Und echter Molliser Bergmanns Schnaps. Schnäppeli. Tja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr seht, heute wieder unterwegs mit Marcel. Hallo. Ja, mal der kleinen Overnighter. Wir wollen mal gucken, wie die Nacht so wird. So kalt soll es nicht werden, 3 Grad. Mal schauen, ich habe genug Material mit. Wie ihr schon gesehen habt, Schnäppchen auch. Also eingeheizt wird von drin auch noch. Wegen Feuer müssen wir gucken. Aber es ist schwer dunkel und wir sind spät dran, so wie immer. Das ist meine Schuld. Ach mein Gott, wir werden schon ein Plätzchen finden. Ja, wir sind jetzt angekommen an unserem Platz. Wie er genau aussieht, wissen wir gar nicht, weil es ist schon stockdunkel. Das macht aber nichts. Wir werden erstmal aufbauen, oder? Ich würde sagen, wir stoßen erstmal an. Oh oh. Bitte immer wieder. Zack, hui! Prost, Männers! Prost! Oh, das perlt aber. Er macht sich ein Luxusschloss. Luxusschloss. Währenddessen mein Schlösschen schon steht. Seht ihr da? Aber schade war, dass das nicht so. Ich habe ja gedacht, da kommt so ein richtig schöner Schneesturm rüber, weißt du? Das wäre geil gewesen. Aber morgens bis wach, das war drunter, kam man Schnee, war schon wieder alles weg. Ein bisschen ärgerlich. Aber nachts dicke, fette Flocken. Schön am Feuer gesessen. Aber ich habe mich nachher geärgert. Ich wollte erst Glühwein mitnehmen ins Bett. Und dann hingelegt, habe ich noch ein bisschen Videos geguckt. Dann habe ich Musik angemacht, Licht an und weg. Und morgens war ich irgendwann wach. Oh, Licht ist angelassen. Da war es schon hell wieder, weißt du? Und hat durchgehalten, die Lampe, diese da. War zwar noch etwas dunkler, aber. Ist ja egal. Durchgehalten. Ja, Kälte ist mir. Was ist denn da? Oh, ich dachte, kommst du jetzt in die Arme geflogen oder so. So, das ist jetzt Bettgehzeit. Es ist jetzt Punkt 12 Uhr. Ich glaube, jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen. Marcel, bist du auch schon müde? Ja, er schläft auch schon. Nebenbei. Also Leute, ich würde sagen, bis morgen früh und weiterhin viel Spaß beim Gucken. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht ist wieder mal vorbei. Schade. Wurde unsittlich geweckt. Nein, alles gut. Ja, wie man sieht, ich sehe noch ein bisschen zerknattert aus. Das war doch eine schöne, angenehme Nacht. Und es ist ein geiler Morgen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so schön rüberkommt, die Aussicht. Das ist auf jeden Fall cool. Haben wir noch alte Stellung, Schützengräben. Auch hier oben sind Löcher. Da haben sie sich mal eingeschart gehabt, die NVA. So ist das hier. Geil. Deine Werbe ist noch drin. Ich wäre noch gerne im Schlafsack. Denn Marcel ist schon wieder beim Abbauen. Hey. Und ich hänge noch ein bisschen hinterher. Ja, wie immer. Ich habe noch keine Lust. Ich glaube, ich werde auch erstmal was trinken, was warm ist, oder? Willst du noch einen Tee machen? Ja. Kaffeewasser aufgesetzt. Mmh. Mit dem Käffchen. Und Marcel ist auch beim Kochen. Ja.
Und er ist schon fast fertig. Und ich noch nicht. Sehe zu. Ja, nochmal auf die Toren. Ja, dann haben die früher. Oh, dann ging das abwärts. Flachkörper macht Laune. Mal schauen, was da oben noch los ist. Oh, mal alles weg, ne? Schön über sich. Das waren schon Zeiten. Ja, wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich mit meiner Tochter schon mal hier war, wo wir gekocht haben im Wald. Das ist halt der alte NVA-Schießplatz. Da ist noch was. Siehst du? Das ist die. War das die Bretterwand denn? Ja. Irgendwas. Irgendwie war das hier. Ach, hier. So eine Leiter zum Rüberklettern hier. Ich bin jetzt der Meinung, dass hier die Dings war. Die Kletterwand. Dass die hier war. Ja, hier war doch wieder ein Relikt aus alten Zeiten. Aber an dieses Teil kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Löcher. Vielleicht Schwebebalken? Keine Ahnung. Dann folgen wir weiter den Spuren. Da, ein Yeti. Da läuft er. Oh, ein Sasquatch. Ja, jetzt haben wir es gleich geschafft. Gleich wieder beim Auto. Oh, jetzt habe ich es auch gerochen, die Abgase. Siehst du? Schön Motor. Also muss er ja gleich hier hinten drin sein, Ego. Ja. Man hört es. Die Moto Guzzi. Auf den Sonntag. Ja, man muss es erwähnen. Auf den Sonntag. Sonntag morgens um 8:30. Im Wald mit der Motorsäge. Es gibt doch verrückte Leute. Wir müssen sie einfach andere ärgern. Der Wald ist zur Erholung da. Aber was für ein geiles Wetter. Schöner Morgen, ja. Ich freue mich schon auf heute Nachmittag, die Tour. Mit Onkel Meisler. Na ja, hier geht sie auch nochmal los. Ja. Es gibt Wein und Bier. Kann also eine spaßige Runde werden. So, das Auto ist weg. Ach, Scheiße. Da liegt ein Baum drauf. So, Leute, ich hoffe, euch hat mein Video mal wieder gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und damit hin bis zum nächsten Mal. Winke Marcel, ciao, ciao.